Einen wunderschönen guten Mittag. Bonjour. Kann man so, außer bonsoir. Nein, ja. Bonsoir haben wir noch nicht, also bonjour. Passt schon. Ja, wir sind ja gewesen in Pont à Vin. Ja, hört sich gut an. Unten da Bucht von Biscaya, tralala. Wir sind da jetzt so auch ein bisschen geflüchtet. Von, wo Aradon? Aradon. Nee, Ardeven. Nee. Genau, wir waren ja in Aradon und sind da bald abgesoffen. Nee, was ich sagen wollte ist, wir waren ja vorher an der Westküste und sind ja dann runter, ne? Quer einmal durch. Ja. Weg vom Regen, hat nicht ganz gut funktioniert. Nee. Die letzten zwei Tage waren dann wieder tipptopp. Und jetzt haben wir gesagt, wir fahren wieder zurück quasi. Genau. Und stehen jetzt in Roscoff. Hm? Ja. Ja. So. Dann müssen wir schon mal gucken. Dauert ja nicht mehr lange, dann müssen wir uns ja schon auf den Heimweg machen. Genau. Aber jetzt stehen wir erstmal hier. Bombenwetter. Ja, ja. Sonnenschein, paar Wölkchen. Ja. Entschädigung für die letzten Tage. Genau. So, und da hier gibt es auch so einen Garten. Ja. Ne, sowas ja, für dich. Ja, da. Botanischer Garten. Und ein Strand. Und ganz viel Strand. Ganz viel Strand. Und ganz viel Sonne. Ja. Na, gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Genau. Wir machen die Tour jetzt noch weiterhin mit Julo Butz on Tour. Genau. Und gucken wir mal. Gleich wurde uns ein Käsekuchen versprochen. Mhm, dauert natürlich jetzt noch ein bisschen. Ja, schade eigentlich, ne? Hätte schon fertig sein können. Na gut. Kuchen geht immer. Nee, und dann, wir wollten jetzt nur mal kurz melden, dass wir wieder jetzt hier sind. Ja. Und ja, ab heute quasi, nächsten Touren gehen dann alles wieder Richtung Norden, Richtung Heimat. Ja. Und ja, wir melden uns ja hier noch. Wir sind ja noch, zwei Nächte bleiben wir hier, glaube ich, ja, haben wir gesagt. Ja, ne? Genau. Wir sind morgen hier, da erkunden wir dann Roscoff und jo. Dann übermorgen düsen wir Richtung Heimat. Da wird es dann Zeit. Ja. Ja. Jo. Müssen wir mit da machen. Genau. So, die Nachbarn sind fertig. Ja, Juli steht am Herd. Das ist gut.
dann wollen wir sie nicht auffallen. Nein, nein. Ja gut, dann machen wir einen Kaffee und dann läuft das hier. Genau. Na? Alles klar. Bis später. Bis dann. Wir gehen jetzt mal zum Strand. Ja. Ist übrigens ein Platz von Campingcar Park. Ja. Name? Roscoff. Ja, das ist die Stadt, ne? Ja, also über Roscoff als Roscoe. Gibt es hier nur einen? Ja, gibt hier nur den einen. Ist direkt neben einem Campingplatz. Ich verlinke den sowieso. Also, alles gut. Ja, soll 600 Meter bis zum Strand sein? Wir sind gespannt, oder? Ja. Ob das stimmt. Genau. Also, auf Google kann man ihn sehen, dann müsste man über den Campingplatz hier gehen, aber ich glaube, das geht irgendwie nicht. Ist doch alles eingezäunt bis jetzt, ne? Ja, ja. Wir haben noch keine Lücke im Zaun gefunden, aber nee, kriegen wir schon rein. Ich schätze mal, dass die das gemacht haben, damit hier nicht alle über den Platz latschen. Das kann sein. Ansonsten Wetter stabil? Ja. Stabile Sonne. Gut. Stabil Wind. Guten Morgen aus Roscoff. So, wir machen uns gerade fertig. Wir wollen ja in diesen Jardin, Garten. In so ein exotischer Garten. Schauen wir uns an und dann fahren wir noch ein bisschen durch Roscoff durch. Ja, machen wir eine schöne Radtour. Wir sind soweit am Start. Sind von hier aus roundabout 3,5 Kilometer. Wie die Strecke ist, weiß ich noch nicht. Dann wäre nicht gefahren. Aber das werden wir gleich sehen, weil ich lasse die Kamera mal mitlaufen. Und dann sollte das gut sein. Mausi? Ja? Wie weit bist du denn? Kann ich nur noch eine Stunde? Ich komme mal rein. Bist du vorzeigefähig? Boah, wenn man es nimmt, ne? Ist Ansichtssache. Ja, zumindest hast du schon mal mein T-Shirt an, sehe ich nee, gerade. Nee, das ist meins. Hast du das gleiche? Ja. Okay, dann nehme ich alles wieder zurück. Ja, ich habe gerade gesagt, wir fahren jetzt mal zu dem Garten und dann zu dem zur Stadt, ne? Genau. Ja, wir gucken mal. Wetter ist radfreundlich, trocken, leicht windig, Sonne knallt aber nicht so.
6, 12, 15. Genau. So, das sind die Tarife. Erwachsene 6 Euro, Student 5 Euro, Nicht-Mitglied, was? Unemployed? Ah, guck dir das mal selber an. 6 Euro, 12 Euro. Ja, ja. Wir sind angekommen. So eine Radfahrstrecke kannst du gut machen, Radfahrwege. Einmal ein bisschen durchs Gelände, sehr schön. So, die Damen bezahlen. Also, kostet Eintritt. Ich bin mal gespannt, was noch auf uns zukommt. Schön. Sehr schön. Traumhaft. Absolut. Unbedingt machen, wenn man hier ist. Sehr schön, ja, wirklich. Hast du schon gesagt, was das kostet? Ja, ja, am Anfang. Gut. Nee, ist, also wir waren ja schon in vielen Jardins. Ja, ja. Aber das ist schon mega. Ja, das ist schon richtig schön. Das ist schon mega. Nee, also von den Blüten her, von der Vielfalt her auch. Ja, ne? Ich meine, ja, ich habe da jetzt nicht so viel die Ahnung von, aber du umso mehr. Ja. Und? Ja. Bist du zufrieden? Ja, ja, ja. Aber manchmal, ich meine, ich weiß ja auch nicht alle Namen. Und gerade da, wo ich dann überlege, wie heißen die denn jetzt? Da steht dann kein Namensschild dran. Es stehen ja schon viele Namen dran. Das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Nee, aber so von der Aufmachung her, vom Rundgang her, von ja, wir waren gerade oben auf dem Berg, dann kannst du noch in den Hafen reingucken, ein bisschen Weitblick. Ist ja mega, ist einfach mega. Superschön. Ja. Also, wer hier ist, machen. Ja. 3 Kilometer mit dem Fahrrad geht's und schon ist gut.
Was auch super ist, die Wege hier sind Rollstuhl und Kinderwagen geeignet. Haben sich auch viel Mühe mitgegeben, ne? Ja. Kannst du nicht meckern. Nee. Also ich weiß jetzt gar nicht, sind Hunde erlaubt? Ach so, weiß ich gar nicht. Ich kann mir vorstellen, nein. Ich habe noch keinen Hund gesehen. Nee. Gucken wir gleich am Eingang nochmal. Ja, okay. Wir gucken gleich nochmal. Das war's. Das war's. Das war's. Wir sind durch. Das haben wir gerade mal geguckt. Oder ich habe gucken lassen. Hunde sind an der Leine erlaubt. Also, alles fit. Alles tippitoppi. Jo. Weibchen ist ein bisschen platt, glaube ich. Nö. Nö. Okay. Nö. Nee, alles gut. Wir werden jetzt nochmal die Richtung Stadt fahren. Ja. Immer Eis. Ja, natürlich gehen wir ein Eis essen. Jo. Dann gucken wir mal. Wetter ist stabil. Wolkig. Passt. Vollgefressen und fern der Heimat. Ich glaube, so heißt das, ne? Ja. War sehr lecker. Schatz, deins auch, ja, ne? Alle lecker, haben alle gut lecker gespeist. Und jetzt werden wir mal ein bisschen Roskopf unsicher machen. Shopping. Bonjour, ich sehe nichts. Ist nicht schlimm. Ich sehe auch nicht wirklich viel. Wir können vielleicht ein bisschen so machen. Ja, guten Morgen. Ein letztes Mal guten Morgen aus Frankreich. Ja, wie ihr gesehen habt, die Sonne scheint. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Jo. Letzte Station in Frankreich jetzt. Und ja, vom Prinzip wollten wir ein kurzes Fazit raushauen. Sehr schön. Bretagne, sehr schön, ja. Wir kommen wieder. Ja. Definitiv. Wir haben noch nicht alles gesehen. Nee. Beim besten Willen nicht. Trotz nicht so optimalem Wetter war es super, super schön. Also. Ja, Wetter ist ein bisschen rauer als in der Normandie, was wir jetzt so zumindest festgestellt haben. Wobei ja dieses Jahr grundsätzlich. Ich wollte gerade sagen, das lag aber jetzt so gutes Wetter war. Mehr am. Außer im ganz tief im Süden mit der Hitze und den Stürmen. Aber hier war. Ja, eigentlich war es angenehm. Ja, man konnte ja. Fahrrad fahren, man konnte laufen, man musste mal gucken, dass man ein bisschen dickeres Jäckchen vielleicht abends anzieht. Aber ansonsten war alles super gut. Ja. Ja, also das war unsere Bretagne-Tour. Und ich möchte auf jeden Fall, oder wir wollen auf jeden Fall nochmal ein herzliches Dankeschön raushauen an alle, die uns mal wieder begleitet haben, für die lieben netten Kommentare, für die neuen Abonnenten. Herzlich willkommen auf unserem Kanal.
und die ganzen Likes. Und insbesondere habe ich mich sehr darüber gefreut, weil wir ja diese Campingcar-Park genutzt haben dieses Jahr, dass dann doch einige damit gute Erfahrungen gemacht haben, beziehungsweise überhaupt Erfahrungen gemacht haben, mehr als wir zumindest. Aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren auch durchweg positiv. Die Karte ist wirklich zu empfehlen. Ja, ja. Ich habe auf dem allerersten Video, glaube ich, habe ich den Christian mal angepinnt. Der hatte auch noch sehr gute Informationen rausgehauen bezüglich der Karte. Vielen Dank dafür. Daisy Duck genauso. Vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich immer über so eine aktive Community. Ja. Hat Spaß gemacht. Hat mal wieder Spaß gemacht, mit euch zu reisen. Und wir haben ja noch, war das eine Woche jetzt? Eine ganze Woche noch mit Julia und Dirk verbracht. Wir sind ja zusammen gereist. Juli Butz on Tour. Ich verlinke den Kanal nochmal unten. Müsst ihr mal unbedingt reinschauen. Machen sehr schöne sehr Videos. Angenehme Mitreisende. Angenehme Menschen, genau. Hat Riesenspaß gemacht. Auf inklusive jeden Fall. Delia und der Hund Oscar. Alle sehr angenehme Zeitgenossen. Jo. Immer wieder neu. Wenn ihr das sehen solltet, obwohl ihr daneben steht, nochmal schönen Dank an euch auch, dass das alles so genau harmonisch funktioniert hat. Hat uns sehr gefreut. War für uns auch das erste Mal, dass wir so eine lange Tour. Dass wir überhaupt? Nee, doch schon. Ja, mit mehreren an der Mosel gefahren eigentlich. An der Mosel, aber genau. Jetzt so intensiv hatten wir das noch nie, aber es hat mir sehr gut gefallen. Ja, hat auch sehr gut funktioniert. Super alles. Geklappt. Also ganz toll. Ja, also. Lieben Dank an euch. Ja, freue mich auf ein nächstes Mal vielleicht. Ja, mal sehen, was passiert. Ja, dann sagen wir Tschüss. Von uns kommt jetzt nichts mehr. Wir fahren jetzt nach Hause und werden noch ein bisschen, Christine zumindest, noch mal ins Kissen heulen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja sonst immer die Touren, so die letzten ein, zwei Tage, wo ich sage, boah, jetzt will ich aber nach Hause. Das habe ich diesmal, ich könnte jetzt noch so weiterfahren. Also ja, das geht ja eigentlich fast immer. Nee, also sonst. Nein, wir haben Termine, wir müssen nach Hause, ja. Nutzt nichts. Und ja, komm. Genug gejammert? Genug gejammert. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.